Wir schauen uns hier die Drive Control Version 4.01 an. Das ist ein Update jetzt von der 4er Version, die ich ja schon mal vorgestellt habe, die einen Fehler hatte. Und zwar bestand der Fehler darin, man konnte nicht in den Zug switchen. Der Fehler ist mittlerweile behoben. Ein Dank an Upside Down für die schnelle Reaktion drauf. Also der Mod kann natürlich wieder dasselbe. Er kann nichts mehr, also wurde nur der Bug gefixt. Also ja, nochmal kurz für alle, die es nicht kennen. Drive Control ist ein Mod, der die Steuerung und das Umgehen mit dem Fahrzeug verändert. Zum Beispiel hat man einen Shuttle-Modus, das heißt, man fährt nach vorne und um rückwärts zu fahren zu können, muss man einmal Leertaste drücken. Das sieht man unten bei der KMH-Anzeige. Man switcht zwischen Vordergang und Rückwärtsgang durch den Pfeilen. Das geschieht über die Leertaste zum Beispiel. Beim Mähdrescher hat man zum Beispiel noch den Vorteil, wenn man das Rohr ausfährt und dann Alt-GR, das ist auf der rechten Seite von der Leertaste drückt, sieht man schön eine Pipecam. Zum Beispiel, das ist auch so ein kleines Feature. Was gibt es noch so als kleines Feature, was ich mal nennen kann? Die Beschleunigung ändert sich ein bisschen von den ganzen Mods auch von den Standardfahrzeugen natürlich. Es ändern sich verschiedene Sachen noch zusätzlich. Was sich genau alles ändert, habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link. Dort wird er auf eine Seite weitergeleitet und dort steht alles ganz genau beschrieben. Ziemlich viel zu lesen, aber sehr gut beschrieben. Also fast eine Wiki schon, kann man sagen. Und dort könnt ihr euch informieren, denn alles hier zu erklären, wäre jetzt schon ein bisschen zu viel. Man kann zum Beispiel hier in den Fahrzeugen auch Allrad einstellen. Mit Shift 4, 5 und 6. Oder auch selbst anpassen in den Controls, das natürlich, weil jetzt ist doppelt belegt zum Beispiel. Man sieht jetzt rechts unten, dass man da dann verschiedene Modus ausgewählt hat. Allrad oder vorne oder wie auch immer. Nein, wir wollen nicht. Da muss man sich halt dann noch genau informieren, welches Zeichen was bedeutet. Na, jetzt komm. So, aus hier. Weg da. Wie gesagt, die Tastenbelegung muss man sich natürlich noch selbst anpassen. Man kann die Module auch in der XML aus- und anschalten. Das sind verschiedene Stufen, die man an- und ausschalten kann. Dann ist das Gute was Neues. Man muss jetzt nicht mehr, wenn man ein Gerät hin hat, mit G durch das Gerät switchen, um es zum Beispiel anzuschalten, sondern man kann das direkt vom Schlepper aus ein Mähwerk an- und abschalten, hoch und runter fahren, ohne dass man das Ganze ja, durchswitchen muss immer. Immer aufs Gerät wechseln, anschalten, wieder zurück, heben, sondern das geht alles in einen Zug von Schlepper aus. Möchte ich jetzt auch nicht testen, alles, aber ich habe vorhin getestet, das geht. Wie gesagt, alles möchte ich hier nicht zeigen, sondern einfach nur mal kurz Überblick. Wenn ihr genaueres über Mod wissen wollt, dann schaut einfach unten meinen Link an. Dort steht alles ganz genau beschrieben und wie es funktioniert. Ich wollte nur zeigen, dass der Mod jetzt auch fehlerfrei funktioniert, ohne dem Problem mit dem Zug. Ein Danke geht an Upside Down für den schnellen Bugfix. Also, viel Spaß, Leute. Macht's gut. Ich fahr mal.